Taxi? Ja, guten Tag. Guten Tag. Wo kann ich Sie denn hinbringen? Ludwigplatz 6. Ludwigplatz 6. In Ordnung, das machen wir. Willkommen im Quiz-Taxi. Ja. Sie haben die Möglichkeit, in diesem Taxi auf Ihrer Fahrt eine Menge Geld zu verdienen. Schön. Ja. Das kann man erst recht gebrauchen, ja? Wir wollten eh shoppen gehen. Die ersten 5 Fragen bringen 50 Euro. Die nächsten 5 100 Euro. Danach jede weitere Frage 150 Euro. Wenn Sie mal nicht weiter wissen, Sie haben 2 Joker. Einen Passanten-Joker, Fenster runter, Fußgänger fragen oder einen Handy-Joker. Anrufen zu Hause, Freund, Freundin, Mann. Okay. Okay? Jetzt kommt das Kleingedruckte. Bei der 3. falschen Antwort muss ich leider anhalten und Sie aus dem Taxi bitten. Egal, wo wir sind? Egal, wo Sie sind, dann gehen Sie leer aus und zu Fuß. Okay, das Taxi zurück zahlst du. Du wolltest nicht fahren. 5,7 Kilometer bis zum Ziel. Wie nennt man anonyme Autoren, die im Auftrag und im Namen anderer Bücher schreiben? Boah, wie nennt man die denn nochmal? Na? Überlegen Sie. Ich komme nicht drauf. Auch wenn Sie es hören, werden Sie sich ärgern. Sicher, ich weiß. Mhm. Sag was. Telefon, Passant sehe ich nicht. Ja, Telefon. Telefon? Chris? In Ordnung. Wen rufen Sie an? Papa? Nee. Nein? Mhm. Gut, dann ist mein Freund drin. Ja. Hi, du hör mal zu, ich verarsche dich jetzt nicht. Ich sitze hier in einer Quiz-Sendung und die Frage ist, du bist mein Telefonjoker, wie heißen Leute, die für fremde Leute Bücher oder Reden schreiben? Ich brauche eine Antwort. Ghost Rider. Wunderbar, 50 Euro für Sie, Ghost Rider ist richtig. Hast du gehört? 50 Euro haben wir schon mal gewonnen, das war die erste Frage. Und wir haben gleich den Joker verballert. Und jetzt kommt die nächste Frage, jetzt, deshalb legen Sie bitte auf. Schönen Gruß an den Freund. Bis später. Der kann das nicht glauben. Nein. Welche bekannte Bubengeschichte beginnt mit den Worten: Ach, was muss man oft vom bösen Kindern hören oder lesen? Max und Moritz. Ja. Jawohl, richtig. 100 Euro auf Ihrem Konto. Super. Meine Damen, verraten Sie mir denn auch Ihre Namen? Ja, ich bin Helga Tesch und Nicole Tesch. Ach, Geschwister, ja? Nein, Mutter und Tochter. Ist nicht wahr? Ja, doch. Donnerwetter. Gemeinsam mit welchen Tieren spielt man das Ballspiel Polo? Pferden. 150 Euro. Super. In der Mathematik wird bei Brüchen die Zahl oberhalb des Bruchstriches wie bezeichnet? Zähler. Helga und Nicole, das war völlig richtig. Das ist der Zähler. Wie lautet der 24. Buchstabe unseres Alphabets? Und diese Antwort brauche ich relativ schnell. Nee, 26 haben wir. X, genau. X. X? Mhm. Ja. X, Y und Z, richtig. Mhm. 250 Euro. Jawohl. Das geht doch gut. Sehr gut. Und ab jetzt ist jede weitere Frage 100 Euro wert. Okay. 2,2 Kilometer bis zum Ziel. Welches Stück von Shakespeare bildet die Basis des Musicals West Side Story? Da bin ich überfragt. Ich auch. Sie haben noch einen Passanten-Joker? Mhm. Den da mit der Glatze da. Der da vorne. Der da hochguckt. Oh, der da hochguckt. Hallo? Hallo? Können Sie mir mal helfen? Können Sie mal rankommen? Die Frage ist, welches Shakespeare-Stück die Grundlage ist für West Side Story? Oh, da kann ich leider nichts sagen. Bitte denken Sie ein bisschen nach. West Side Story, also ich habe es mal gehört, aber so im Detail kenne ich mich da nicht aus. Ich brauche eine Antwort in 5, 4, 3, 2, 1. Hey. Der zweite Joker ist weg, hat leider nichts gebracht. Romeo und Julia. Mein Gott. Mein Gott. Ja, und wir waren da noch drin, wir haben uns das noch angeguckt. Wann haben Sie es geguckt? Wann waren wir denn bei Romeo und Julia im Theater in Bielefeld? Ach, das ist ja schon Jahre her. Ich weiß, dass das schon Jahre her ist, ja. Wie nennt man den zwanghaften Drang zum Stehlen?
Kleptomanen. Das wären dann die, die das haben und diesen Zwang, wie würde man den nennen? Kleptomanie, ja. Das ist richtig, 350 Euro. Prima. 400 Meter bis zum Ziel. Welchem Staat haben die USA im Jahre 1867 Alaska abgekauft? Alaska. 10. 9. 8. Sag irgendwas. Ich weiß es nicht. England. Nee. England? Hm? Ja, nicht. Russland wäre es gewesen. Russland. Nee, das ist schade. Trotzdem, wir sind hier am Klotwigplatz. Ja. Sie haben immer noch ein Leben und deshalb sind Sie um 350 Euro reicher. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass wir shoppen gehen. Ja, genau. Jetzt geht's in die Stadt. Bitte schön. Viel Spaß beim Shoppen. Danke. 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 Danke.